Detonation in 30 Minuten. Na dann. Der Skorpion hat echten Orden verdient. Los, raus hier. Im Endeffekt haben wir nicht mal was gemacht jetzt. Wir sind da reingestolpert und haben uns gegen den Skorpion verteidigt. Wir können gar nichts dafür, was hier passiert ist. Na gut, wir haben den Sprengstoff platziert, aber wir haben ihn nicht aktiviert. Auch das war der Skorpion. Schon irgendwie klappen. Na dann. Wie weit geht denn jetzt das Remake eigentlich im Vergleich zum Original? So im Prozent? Oder ist es ungefähr ein Drittel vom Hauptspiel? Oder nicht mal? Also vom Originalspiel meine ich. Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Ein Zehntel nur meinst du ungefähr. Boah, da. Hey, wir treffen uns da vorne. Können die noch viele Teile machen? Dann wird uns Final Fantasy VII quasi noch viele, viele, viele Jahre begleiten. Aber dafür wird es dann wahrscheinlich ein ziemlich episches Gesamtwerk. Man kann nur hoffen, dass die das dann auch fertig machen und nicht irgendwann mittendrin sagen, nö, lohnt sich nicht mehr. Kein Bock mehr. Die machen im Grunde aus Final Fantasy VII eine eigene Reihe innerhalb des Final Fantasy Spektrums. Ist schon witzig auch irgendwie. Aber solange die so cool und so high quality bleiben wie der Teil, ist es ja cool. Und vor allem solange jeder Teil auch wirklich sich wie ein vollwertiges Spiel anfühlt. Und die nicht anfangen irgendwie, ne, so kurze Passagen zu verkaufen für Vollpreis. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ihr Soldat geleitet, Schatz! Ex-Soldat. Da sind sie! Ihr knallt gleich! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Ich bin ja schon dabei. Aber deswegen habe ich auf 30 Minuten gestellt, Barrett. Also, kein Stress. Oh. Oh, wir sind ziemlich tot, sehe ich gerade, ne? Dammit. Warte mal. Machen wir vorsichtshalber mal schnell Vita. Hä? Wie wähle ich denn jetzt Cloud aus? Nee, so nicht. Auf wen anwenden? Ja, das. Ich weiß nicht, wie ich das steuere, ehrlich gesagt, leider. Ah, jetzt. Vorher hat. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das. Ah, doch. Ha, hat vorher nicht funktioniert. Egal. Los geht's. Ja. Da geht's noch rein.
So viel Zeit muss sein hier. Kisten lassen wir nicht liegen. Das weiß ich schon. Ich verdrück mich nur manchmal noch. Theoretisch habe ich schon verstanden. Das macht Prompto in Final Fantasy XV auch immer. Wie der Kampf ist zu Ende, Musik summen oder pfeifen oder ja, singen. Aber jetzt ist er voll, oder? Ja, manchmal sehe ich es nur nicht richtig. Double kill. Au. Okay, warte, wie wechsle ich? Zähl auf dich. Auf unsere Berge des Palastes. Barrett macht mir irgendwie vom Spielen her schon mehr Spaß. Das habe ich schon in der Demo gemerkt. Irgendwie dieses Dauerfeuer gefällt mir besser. Als das Schwertkämpfen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Wo ist die Zeit hin, ne? Die Zeit fliegt. So über 20 Minuten sind so schnell vorbei manchmal. Trottel. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Lass uns hier noch ein bisschen stehen und miteinander quatschen. Wird alles zusammenstürzt. Ding. Alle noch da. Sogar
In einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Ah ja, das stimmt, Abraxa. Ich weiß, was du meinst, ne? Weil die hier in Midgar ein relativ begrenztes Areal und ein relativ lineares Spiel hatten. Keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Und der nächste Teil müsste dann die offene Welt abbilden. Und das könnte schon sein, dass das ist halt was anderes. Die Inline-Richter waren aber nicht sehr kreativ. Kann man nicht sagen, ob die das genauso gut hinkriegen. Das stimmt. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist kein Verlass. Los, weiter! Ich hätte gedacht, ne? Das wäre der perfekte Ort für eine versteckte Truhe gewesen. Tja. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Der Stream war gerade 11 Minuten und 11 Sekunden lang und ich hab's gesehen. Oh nein, cool. Schrecklich. Allerdings, so war's nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Warum hat Barrett eigentlich kein rotes Band? Alle anderen haben so rote Tücher. Als wäre es das Erkennungszeichen dieser kleinen Umweltterroristenorganisation. Nur Barrett macht nicht mit. Ich meine, wir sind ja nur ein Söldner. Dass wir das nicht tragen, ist ja okay. Wir nehmen die
letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil, wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey, wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Warum trägt Barrett nicht ein rotes Barett? Das wäre doch was. Haha. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Neue Funktion, Ausrüstung und Materia. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstungen einsetzen. Probier's mal aus, indem du Materia... Okay, Tutorial anzeigen. Das muss ich mir anschauen, weil das weiß ich wirklich nicht. Materia werden über die Menüs Ausrüstung und Materia eingesetzt. Hab schon gesehen, dass mein Schwert noch einen Slot frei hat. Hab mir schon die ganze Zeit gedacht, wenn ich da mal noch was krieg. So. Durch das Einsetzen kannst du neue Magie und Fähigkeiten aktivieren oder Charakterparameter verbessern. Probier verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffe und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Das finde ich lustig. Irgendwie. Na gut, jetzt können wir heilen. Das ist gut. Ich muss mal kurz gucken, was hier noch so ist. Kampfeinstellungen. Gegnerdatenbank. Sowas mag ich immer. Auch wenn die Modelle ganz schön lang zum Laden brauchen. Aber das finde ich trotzdem schön. Die brauchen ein bisschen sehr lang. Da macht es nicht so viel Spaß, sich die durchzugucken. Aber trotzdem nett. Erinnert mich an Waldo aus Soul Calibur. War immer mein Main-Charakter. Ich glaube, ich war bis jetzt wirklich in keinem Kampfspiel wirklich gut, außer Soul Calibur. Also was heißt wirklich gut, aber halt gut. Ich habe es wirklich beherrscht. Und Waldo war mein Hauptcharakter, weil der einfach so crazy und unvorhersehbar war. Und echt miese Kombos drauf hatte. Waldo war cool. Mein damaliger WG-Mitbewohner... Ein guter Freund von mir, der hat mit Yoshimitsu, hat der das gelernt. Der ist auch ein ziemlich crazy Charakter. Und die Kämpfe dann zwischen Yoshimitsu und Waldo waren immer echt cool, weil wirklich einfach crazy shit passiert ist. Ein cooles Duo für interessante Kämpfe war das bei Soul Calibur damals. War echt cool. Na gut. Auslöscher. Ach so, ich bin immer noch in der Datenbank. Magie. Da haben wir Feuer und Vita bis jetzt. Ich dachte immer, in Final Fantasy heißen die Magiesachen im Feu, Feura und Feuga. Warum heißen das jetzt Feuer? Oder ist das so ein Übersetzungsding? War das im Deutschen dann anders? Oder verwechsel ich hier gerade die Spiele? Wer weiß, wer weiß.